Es wird Zeit für bereits die 59. Episode hier zum Let's Play von Halo Warriors Legends und auch die zweite Staffel Halo Warriors, wie ich es auch gerne nenne. Und heute fangen wir endlich an mit der Master Wind Waker Karte. Ja, diese kleine Karte hier unten, die ist in dem er hat einen schönen Namen, Master Wind Waker. Im Gegensatz sieht es oben das große weite Meer, also im Prinzip einfach. Ja, das Master große weite Meer von dem her. Toll. Mal schauen, was denn jetzt eigentlich neu ist. Offenbar nicht viel. Ja, er hat bereits die Vermutung geäußert, es wird vermutlich einfach irgendwie Master Quest plus Wind Waker kombiniert sein. Wir sind jetzt hier, Stufe 3 Waffe für Medoli. Stufe 2 für sie, okay. Ich suche gerade noch irgendwie nach Stufe 4 natürlich, aber auch natürlich nach Stufe 4 plus für die anderen. Und Stufe 4, aber sonst nix. Hä, ernsthaft? Also auf dieser Karte gibt es nur Waffen für Medoli. Was wir bereits auf der Kokolint-Map für Marin kennen. Na gut, dann mal looken, wa? Natürlich, eine A-Person ist diesmal Medoli dran! Mit der heiligen Lyra. Heiliges Radieschen. sie wird unterstützt von Link, auf nur weil das kann. So. Jo, das wird lustig, Freunde. Das wird richtig lustig. Mal gucken. Was ist jetzt hier eigentlich der große Unterschied? Yeah, kann fliegen! Meine Hände werden zu Flügeln! Das war episch. Heiliges Blechle! Einfach Marin, aber Marin kämpft eigentlich mit Wasser, also mit Seifenblasen. Ja, mehr oder weniger, und sie kämpft dann mehr mit dem Wind. Okay, Medoli, wir haben es kapiert, du bist sauer aus irgendeinem Grund. Erstmal gucken. Yeah, kann er mal? Aha. Yeah! Das sieht irgendwie aus, wenn man keine Move doch. Wirbelattacke! Nee, egal, erstmal A. Mach A. Also. Gut, was wollte ich genau? Einmal ist. Also zweimal. Das einmal. Gut. Das haben wir halt bereits gesehen. Das ist schnell, das ist der Ruckzuck-Hieb quasi. Ah genau, das ist der Ruckzuck-Hieb und das ist Turbo-Tempo. Mit dem Windattribut dabei. Okay, das wäre einmal, zweimal, dreimal und dann. Das ist mit Zelda geklaut. Okay. Ja, warum nicht? Einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann. Wirbelnder Tornado! Böse Schatten links! Das tut man nicht! Kusch! Keine Chance gegen Medoli. Ja toll, ich sehe bei jetzt, der Balken ist orange. Ja toll, was kann ich damit? Ich meine, fühlen kann ich ihn so. Turbo-Tempo! Wie kann ich ihn leeren? Ich will zurück, man, mal ein bisschen gucken noch. Das fünfmal! Okay, so wie es aussieht, geht der Orange Balken gar nicht mehr zurück. Hä? Warum das denn nicht? Das muss irgendwie ein Bug sein. Hey, du König, wie geht's denn so? Alles klar? Offenbar nicht.
Was macht der Balken bei mir, Dudi? Wie kann ich den entfesseln? Oh, ich hab Mundgeruch. Mundgeruch-Style. Das ist eklig, Alter. Hier, spür meinen Wind in deinem Arsch! Was? Mein Wind auf deinem Schwanz ist nicht besser. Ja, mach mal was. King Dodongo. Ja, komm, hier bin ich, Feuerball. Ach komm, der hat keinen Bock heute. Ich halte wieder weiter, tschüss. Okay, das soll echt Master Wind Waker Map sein. Gut, ich meine, sie ist die erste Mission, okay. Aber dafür ist Midori eigentlich unser schwerster Charakter mit Level 40. Sind die nicht gerade so stark? Hey, König Volltrottel, na, wie geht's denn so? Hey, König der Idioten, hier bin ich. Aber na, also dran, scheiße. Na komm, wir wollen den Leuten was zeigen. Ach komm schon, das ist ein Vorführeffekt. Du bist ein Arsch. Ein Arsch auf vier Beinen. Du kriegst mich nicht, du kriegst... Ah, geht doch. Ich hasse so brennen. Nicht mein Problem. Ordentlich Schaden gemacht. Okay, das weniger. Na ja, gut, gewisse Attacken sind besser geeignet für die Schwappenanzeige zum Reduzieren, andere weniger. Tja. Und nochmal eine Portion Sod brennen. Nein! Es fehlen nicht mehr viele Charaktere zum Besiegen. Ich gehe mal zu Link, um mich zu verlinken. Tralala! Was? So wenig bloß? Komm schon, Turbo-Tempo! Und Turbo-Tempo! Mach die Attacke. Turbo-Tempo! Und es ist vorbei. Mir kann nicht mal so schlecht, oder? Nur muss ich ja zugeben. Vor allem ist relativ flott noch unterwegs, also man kann mit ihr arbeiten. Ist ja besser als mit Agneta. Guck mal, ich kann den Flügeln schlagen. Ja, wie kann sie vor allem ihre Arme in Flügel verwandeln? Wie geht das? Aber ist egal. Hm? Weißt du, da? Hm, mal gucken. Das ist so, cool, Mann! Vor allem, was ich eben noch crazy finde, ist, dass ich ja... Das Volk der Orni, oder? Zu dem ja... Meduli gehört, hat sich aus dem Zuras entwickelt. Wie können aus Fischen... Also, wir sind uns einig, wir sind ja eher Meereswohner Richtung Fische. Wie können aus denen... Himmelsbewohner werden? Tschüss! Meduli? Hier geblieben! Mensch. Aber das ist schon genau etwas anderes, Freunde. Meinst du so allein von der Schnabelform her? Warum nicht aus dem Wolkenflügeln entwickelt? Ich meine, klar, es gibt auch Theorien von wegen, dass die
Kumulaner aus Solar Prince, dass die eigentlich aus den Wolkenvögeln sich entwickelt haben über die Jahrhunderte. Aber warum nicht das Volk der Orni? Gut, natürlich, aber das Wappen und so dazu, was ist schon ein bisschen verwirrend. Okay, muss man zugeben. Aber vielleicht sind so einfach so ausgestorben und ja, haben halt ihr Wissen und so an die Orni weitergegeben. Ich meine, warum nicht? Ich meine, ja, es, wie gesagt, ist eigentlich ein fliegendes Volk, ein Himmelsvolk, mit dem Wasser eigentlich viel zu tun. Von dem her wäre es eigentlich naheliegend, dass sich die Orni von den Wolkenvögeln entwickelt haben. Haben auch eine gewisse Ähnlichkeit, wie ich finde. Auf den ersten Blick. Und natürlich spitzen Ohren, wa? Naja, kann sie, wie man will, aber dass das Fische aus Vögeln werden, also ganz ehrlich. Mit der Vorstellung habe ich ein bisschen Probleme. Sogar bei so einer Fantasy-Reihe oder Adventure-Reihe, wie auch immer, wie The Legend of Zelda. So. Also, bisher sieht man echt, es ist schon krass. Also, einfach so alles anders ist im Gegensatz zu der Original Wind Waker Map. Im Prinzip gar nichts, oder? Das ist ja schon bahnbrechend. Moment, Linkel war's, wa? Hey, Linkel war's! So. Ja gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir einen ganz kurzen Schnelldurchgang durch die ganze Map, weil es mich halt doch noch wundert, wo zum Henker hier der Unterschied zur normalen Wind Waker Map sein soll. Also das heißt ja Master Wind Waker, also irgendwo muss schon etwas Neues geben. Was man hoffentlich da draußen Hosenhaut! Wenn überhaupt. Bisher ist immer noch ziemlich easy. Wow. Tja. Das war einer der Hauptleute! Yay! Das wäre total nicht schwierig. Und war natürlich überhaupt nicht spannend. Ja. Wir haben jetzt das gleiche traurige Bild. Ich bin gespannt, wo uns da mal irgendetwas Spezielles erwartet. Kuckuck. Ja, auch das mehr einfach als schwierig. Wow. Special, special, special. Nee, mach doch mal! Wieso geht Special nicht? Verarschen? Kann die Fehlmagie nicht einsetzen? Warum nicht? Warum kann ich die Fehlmagie nicht aktivieren? Du. So, Abtrünnige um Abtrünnige schließen sich uns an. Du. Nee, Magie kann ich nicht aktivieren. Was ist denn das für ein Quatsch, Hölzloch? Oh, meine Güte. Ja, Piruma, komm her. Komm her, ich hab so nur noch mit dir zu rupfen. Ich werde gegen dich an. Nur siehst du nichts. Du kleiner Wicht!
Also, ist mein, ja. Ich meine früher nicht Dinkel, sondern mein Gab für Roma. Wow. Das war einfach nur episch, krass und ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich. Ach nee, genau, episch schwach, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Und episch lahm natürlich und episch lahm ausschick vor allem noch. Und natürlich nicht zu vergessen, episch, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt quatsche. Denn das ist ohnehin nichts Neues. Du. Geht ihm noch nichts. Die müssen das irgendwie hier blockiert haben, wa? Ich hab's irgendwie übersehen. Was? Die kämpfen ihren Armbrüsten? Wie kannst du es wagen? Unsere Linke kämpfen mit ihren Beinbrüsten. Natürlich mit ihren Stiefeln. Naja, sagt man, die droht sich zu fallen. Hm. Aber sicher bei der Geschwindigkeit, die ich an den Tag lege. Oh mein Gott, was ist hier eigentlich los? Ja. Also, bisher muss ich sagen, bin ich von der Master Wind Waker Map ein bisschen enttäuscht. Weil ich sehe irgendwie nicht, was hier neu sein soll und vor allem auch irgendwie schwieriger sein, im Gegensatz zur Original Map. Also, Original Wind Waker Map, wohlgemerkt, wa? Hm. Ja, toll, falsch. Nein, ich sollte etwas falsch halten. Kein Blocken, manchmal gegen den Feind. Finde ich ein Herzcontainer, aber. Hm. Wie eine Möwe, wenn mal Put-Put-Frucht. Kennen wir auch schon zur Genüge. Ja, ich weiß auch nicht, Leute, wenn wir ganz kurz noch die Mission hier machen, dann haben wir mal ein Part zu Ende. Im Prinzip, und nachher muss man halt gucken. Also, wenn das schon alles war, sehe ich nicht, wieso ich nochmal ein Part machen soll. Mit dieser Map. Ich meine, da geht es darum, nochmal alles durchzumachen und am Schluss halt für Meduli noch Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 Waffen zu kriegen. Okay, Blues Amboss am Schluss wieder, wie wird die dann Ganon sein, okay. Ja, wo ist etwas Neues? Also irgendwie vermisse momentan noch ein bisschen Ideenreichtum. Oder vielleicht doch nochmal ein Part machen hier mit der Master Wind Waker Map zum Gucken. Um vielleicht doch noch positiv überrascht zu werden. Na, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Ich hab Pyroma, was? Oh, wohl dann kannst du nicht noch wählen. Ups. Ja, ich habe nicht richtig nachgedacht. Wie so oft. Aber ist ja egal. Pyroma darf nicht fliehen. Du. Hey, Dinkel! So sieht man sich wieder, wa? Spüre mein Schwert der Verbannung! Schon passiert. Ja. Von raus, interessant. Nöbel, du bist ja blau. Ich kämpfe doch nicht gegen einen, der blau ist. Du. Man hilft heute gewährt. Was? Wir haben da geschlagen. Wer war das? Du war das? Du Arsch. Linkel wurde auserwählt. Falsch Fuß aus aufgestanden sein. Hol dir mit den falschen Armen, denn du trägst die falsche Waffe. Pyroman Vulga, dürfe nicht abhauen. So weit kommt's gar nichts. Na, komm, mach mal Schluss, zwar. Okay.
Aua! Zelda, sogar ein bisschen ungehörig, wie kannst du es wagen? Das ziehen sie auch nicht von den Prinzessin. Das schon eher. Hey ho! Na, wie geht's denn so? Och nö, so schlecht. Das tut mir aber leid. Link hat feindlich eine Einheit gerufen. Das bringt dir gar nichts, Linkel. Das bringt nur was, wenn du Abraham zum Vornamen heißt. Magic! Special! Galomatico! Das tat weh! Und das ist recht, tschüss! Ich bin völlig sprachlos! Dann halt mal die Klappe! Besiege bei einem feindlichen Anführer unbesiegt! Merkst du nicht, dass du mir unten kein bereit bist? Was? Haben die geholfen, du Arsch? Der Sieg ist mein. Ich war. Vergesst es. Der Sieg ist unser Link. Ja, endlich mal ein Teamplayer hier. Dankeschön. So. Wie sieht's jetzt aus? Wird etwas Neues irgendwie angezeigt auf der Map? Ich bin gespannt. Du. Rang ist A. So, wie sieht's aus? Ja. Nicht wirklich etwas Besonderes, gut, wir sind hier ein bisschen mehr. Der Pupu fucht endlich mal. Yeah, sie wird mal ein paar Spielen wieder mal, ein paar Sundtullers, okay. Ja gut, vor allem nächste Folge wieder hier loslegen, vermutlich mit Tetra ein bisschen gucken, dann kriegen wir ein Item. Dann bin ich mal gespannt, wie es aus mit den ganzen Items hier, weil irgendwo muss mal etwas Neues sein. Also ich meine, das muss irgendwas Spezielles sein. Das bin ich jetzt. Mal gucken. Bis nächstes Mal und tschüss.